Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Railroad. Wir schauen uns heute die Chicago Union Station an. 2,5 Stunden knapp haben wir hier zum Spiel mit 47 Zügen, 3 von 5 in der Schwierigkeit her. Und da haben wir recht viele Metrozüge, wir haben auch Rangierverkehr, wir haben verspätete Züge. Ja, es sollte aber alles soweit machbar sein und wir kriegen soweit keine Strafen dafür, wenn ein Zug anhalten muss. Das soweit erstmal zur Info. Okay, ich würde erstmal sagen, Musik ab und dann starten wir mal die Karte. Stand vor dem Video, Release 1.0 für Railroad steht kurz bevor. Und da bin ich mal gespannt, was damit dann noch schönes Neues kommt. Wir haben hier schon den allerersten Zug. Der möchte auf Metro South Gleis 6. Dann fährst du hier mal weiter. Ihr seht's, das ist ein etwas größerer Bahnhof. So, Gleis 6 mal hier. So, rein. Bei den ganzen Gleisen, Auto Reverse schon mal rein. Spart Arbeit. Gleich auch da oben. Und beim Rest braucht man das eigentlich nicht. Nö. Passt. Ich meinte, den Bahnhof, zumindest der Abschnitt hier, habe ich, glaube ich, als Bahnhof in Chatspot FIFA. Ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich meinte, ich hätte den da schon mal gesehen. So, nächster Zug. S1. Kriegen wir hin. Einmal so, einmal so. Als 1 darunter. Nee. Hier runter. Das Rumgesparkle, ne? Ich weiß nicht. Ich bräuchte es ja nicht. Und was ich auch doof finde, ist dieser Alarmsound, wenn der Zug kommt. Der hört dann mit einer Weile wieder auf. Da habe ich schon ein paar Züge deswegen vergessen. Da wäre ich froh, wenn der eigentlich wieder durchgehend bleiben würde. Nur so als Reminder, nach dem Motto, hey, da ist ein Zug, der will reinfahren. Ähnlich mit TD2, wo dann die Klingel abgeht. Wobei, die ist viel penetranter. So, was vorwärts. Die nächsten beiden. Der will auf Gleis 4. Das heißt, wir fahren hier runter. Gleis 4 da so rein. Und der will auf Gleis 5. Gleis 5, das ist auf der Höhe da. Das nutzen wir jetzt schön aus. Dann sollte es eigentlich so passen, dass hier keiner anhalten muss. Ah, nächste. Gleis 3. Das heißt, du fährst dem hinterher. Diesmal da oben rein. Sonst noch ein Zug? Nee. Ah, das wäre vielleicht eigentlich mal ein netter Screenshot. So. Da klingelt's. Gleis 3. Okay. Warte mal, Metro Gleis 3 oder Amtrak? Na, Amtrak Gleis 3. Das ist das hier. Dann würde ich sagen, fährt der hier runter. Aber so, so. Nee. Ach, dann wird er so fahren. Nö. Das ist doof. Du fährst hier hoch. Und dann hier auf Gleis 3 ein. Ah, glaube ich, macht Sinn. So einer? Nee.
Ja, sieht schon cool aus, wenn so die Züge zeitgleich einfahren. Oh. Bei dem weiß ich schon, das ist ein Güterzug. Der bleibt da erstmal stehen. Der fährt dann nach Halsted Avenue und dann nach Lumber Street. Und jetzt, wenn ihr euch das mal anseht, Halsted Avenue ist hier unten. Lumber Street ist da oben. Sprich, der fährt von links da rein, muss hier anhalten, fährt dann rückwärts und eins auf die zwei Gleise hier rein. Und dann steht er wieder richtig, damit er so rausfahren kann. Jetzt ist er mit drei Lokomotiven hier unterwegs. Eigentlich noch schlau. Ganz am Anfang war es mir nicht so ganz klar, warum er zuerst hier nach unten fährt. Sonst ein Zug mit Einfahrt? Nee. Wie lange steht ihr? 7 Minuten, 21 Minuten, 8 Minuten, 11 Minuten. Na, so kommt er also auf seine Zeit. Der nächste. BNSF Chicago Subgleis 4. Oh, endlich mal ein anderer. Ja, du fährst dann einfach mal so. Viel Spaß. Ja, was holen. 4 Minuten. Halsted Avenue Gleis 1 ist da. Ich gebe dir doch schon mal eine Ausfahrt. So, auf 1 und dann gehe ich mir davon aus. Chicago Subdivision. Ja. Chicago Subdivision. Drei Minuten, NS Chicago Line 2, das ist da oben. Wie schicke ich dich? Ja, wie schicke dich schon mal aufs richtige Gleis hier hoch? Okay. Du hast noch 17 Minuten. Auch kein Stress. Gleis 2. Auf der Mitra. Oh, das könnte sich gerade ausgehen mit seiner Ausfahrt. Also du fährst dann hier so rein auf die 2. Und St. Charles Airline. Wo ist denn das? Ach, da unten. Da kann... Oh ne, das ist hier getrennt. Da kann ja nicht durchfahren. Kommst du da runter? Ist da sonst noch was im Fahrplan? Nee. Du hast... Der hat hinten und vorne. Ja, ich würde sagen, der fährt dann... hier runter, so wie der da. Den halten wir hier dann an und dann fährt er einfach rückwärts da rein. Ich sehe da sonst keinen anderen Weg. In 3 Minuten. Können wir ja auch schon mal einstellen. Also du fährst dem hinterher. Södle. Bis hierhin. Gut. Mal kurz kontrollieren. Nee, keinen Zug vergessen. Und der nächste. Gleis 1. Ist ja gerade frei geworden. So, einmal noch darunter. Gleis 1. Ist noch irgendwo einer? Nö. Airport-Zug ist jetzt auch am Wegfahren. Ich
NSF Chicago Subdivision 1. Bleibt davor nicht stehen. Das heißt, er fährt auch darunter. Gut. Einmal so. Warum kann ich nicht weiter? Ja, wobei. Und wir warten damit, bis der da hier vorbei ist. Wie habe ich da noch 9 Minuten noch? So, Subdivision 1. Jetzt geht's weiter. Und hier rein. Weiter kann ich aber nicht stellen. Zumindest für den Moment nicht. Sonst fährt der hier weiter. Die sage ich schon mal wenden. Ich bin ein bisschen paranoid, dass einfach ein Zug reinkommt und ich das nicht mitkriege. So, Gleis 1. Einmal so. Bleib stehen, Kollege. Perfekt. Und jetzt kann ich hier das für den anderen Zug weitermachen. 4 Minuten, Chicago Line vor. Das ist da unten. Ich glaube, ich möchte, dass du. Ich glaube, ich möchte, dass du so fährst. So. Also ich weiß nicht. Dieses Rumgesparkle. Kann man das ausschalten? Ich brauche das nicht. Oh, noch einer. Metra Gleis 4. Zufälligerweise frei. So, in 4 Minuten. Hastert Avenue. Mit welchem Gleis machen wir das am besten? Vermutlich ist 4 am besten. Dann fährt er dann hier so wieder zurück auf, warte mal, auf welches Gleis musst du da oben eigentlich? Auf die 2. Dann kannst du auf das hier zurückfahren und dann hier so da aus. Ja, klingt auch noch ein Plan. 4 Minuten. Kann ich dich hier, warte mal, wenn du da runterfahren willst, also mindestens hier aufs dritte. Ich stell das jetzt schon mal. Im schlimmsten Fall nehme ich das noch mehr zurück, wenn ich jetzt hier einen anderen Zug haben sollte. Da kommt ein Zug. Gleis 6, 1633. So, sorry. Dann geht das hier schon mal so nicht. Das heißt, du fährst dann auf die 7. Du kannst da nach unten fahren. Ja, okay. Ach, und da oben ist jetzt auch einer. Was willst denn du machen? Du willst nach 18th Street Yard 4. Das ist da oben. Das sind zwei Loks.
Mit dem müssen wir auch rangieren. Was willst du? Du bist Gleis 8. Machen wir dich mal schnell. Gleis 8. Das, der fährt geradeaus da rein. Alle klar. Der Zug, der ist schon unterwegs. Machen wir jetzt mal schnell quick and dirty. Sollte sich ausgehen, ohne dass der hier anhalten muss. Gut. Oh, jetzt ist er da langsamer geworden. Noch einer. Was willst denn du? Gleis 7. Ja, der müsste jetzt mal kurz warten. So, bei dir bitte dann wenden. Machen wir das dann eigentlich? Er fährt dann hier oben rauf. Er muss dann hier reinfahren. Dann kann er hier wieder zurückfahren. Oder da oben. Ja, kriegen wir schon hin. Perfekt. 4 Minuten unten der nächste Zug. Du kannst jetzt schon mal weiterfahren. Gleis 7. Machen wir so. So, und du, Kollege, du fährst dann nach da, nach da. Weißt was? Ich mach das erstmal mit dem unteren hier. Hä? Ach so, ja, ist klar. Ja, Alter, jetzt werde ich hier wieder zugeschießen. Gleis 3. Gleis 3 ist frei. So, der fährt Subdivision 1 Durchfahrt. Sollte kein Problem sein für uns. Allerdings in 2 Minuten. Den müssen wir doch mal kurz rausquetschen. So, Kollege, du fährst mal von da unten rein. Subdivision 1. Du machst es dann so. Aha, kommt schon der nächste. Wo will der? Gleis 2. Und dann South Concourse Gleis 6. Wo ist das? Mitte South Concourse Gleis 6, das ist das Gleis hier. Machen wir mal bis dahin. Der will ja dann auf die 3. Ja gut, dann kann ich sie eigentlich schon mal einstellen. Ich glaube, so macht es am meisten. Ne, Gleis 6 habe ich jetzt gesagt, ne? Ja. Oder? Gleis 6? Ja, Gleis 6. Und bei ihm machen wir dann auch eine schnelle Nummer. Wir können da schon mal sagen, wenden. Wir auch. So. Wird hier schon mal einstellen für Gleis
3. Ja, wobei, wir warten da noch, bis ich das da fertig einstellen kann. Ja, ich weiß, muss warten. Gut. Nächste Abfahrten, 2 Minuten, Subdivision 1, so wie er hier. Vor allem die meisten hin. Ah, jetzt ist vielleicht bei dir soweit. Also auf die 4. Wünschen viel Spaß. Ja, Job 1. So, Lumber Street 2. Das ist wie von dann so. Hätte man gesagt, auf das untere hier. Ich bin dann gespannt, mit welcher Geschwindigkeit er das dann macht. Aber ich bilde dich mal aus, damit wir sie sehen. So. Das Signal wäre natürlich dann von Vorteil. Aha. Mit 40. Kann man machen. So, Subdivision 1. Immer die Wiederholung hier. Warum wolltest du denn nicht da sein? 16,40. Ja, ist ja eh jetzt. Es ging doch super mit der Zeit her. Bin schon mal gespannt auf die Punkte. Bis jetzt habe ich noch keine gröberen Fehler gemacht. Bin stolz auf mich. Von wo? Ach, von da oben. Amtrak Gleis 5. Ist frei. Gleis 5, einmal so rein. Nächsten Abfahrten 17, 6 Minuten, 8, 6 Minuten, 66. Der steht über eine Stunde im Bahnhof drin. Ja, wenn es Spaß macht. Von wo? Ach, von da. Gleis 3. Metra Gleis 5. Gleis 3. Metra 5, das ist hier unten. Na, mal schauen, ob... Wie ich das jetzt schon mal so machen kann, David Hassett Avenue 1 und dann Subdivision 1 in 4 Minuten. Wir nehmen das mal hier zurück. Ich glaube, der wird vorher rausfahren. Du kannst dich übrigens dann auch wieder wenden. Oh, der ist am Durchfahren. Ah, mal gucken. Okay. Gleis 2, weg mit dir. Er fährt auf Chicago Sub 4.
Ah, das ist hier. Okay. 3 Minuten gebe ich dir auch schon mal. Chicago Sub 4. Ach, der muss dann... Ja, der fährt dann hier runter. Und Chicago Linie 4, der fährt dem gerade hinterher. Gleis 2. Gleis 2 ist gerade frei. Eine Minute noch. So, stellen wir mal so ein. Wo ist der andere? Der ist jetzt gerade einmal reinkommen. Ja, das wird nicht gehen. S5. Ich stelle es ihm schon mal. Nee. Ja. Ausfahrt. So, was willst du? Amtrak Action Street Yard 5. Okay. Gleis 5. Wie lang bist du? Nur 2 Wagen. Okay. Dann würde ich sagen, fährst du bis dahin. Ja, Kollege, geht nicht anders. Oh shit. Wir haben es auf Subdivision 4. Oder so? Bleibt sich ja eigentlich gleich, ne? Ich mach das mal so. So, jetzt kann ich dein Gleis 5 hier machen. Geht doch. Ankunft um 55. Ja. Wäre jetzt gut in der Zeit. Wobei, jetzt hat der seine Ausfahrt. Chicago Linie 4. Du fährst dann ihm hinterher. Und 4. Das ist auch ein bisschen dämlich, dass hier die Zahlen dann nicht mehr so gut lesbar sind. Also wenn sie da irgendwie so einen Abstand drin lassen oder die Zahl irgendwie hervorheben, das wäre noch ganz nett. Wenn man hier so mit den Fahrstraßen rumspielt. So, bei dir bitte wenden. Für Gleis 5. Oh, 37. Alter, stopp. Alter. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Gleis 4. Da habe ich jetzt meinen Malus. Es war ja nur eine Frage der Zeit. Das einzige Gleis, was noch frei ist. Ah ne, wenn wir noch eins. Ja, okay, und die 8. So, BNF Subvision 2. Gleis 7. So, Subdivision 2. Ne, wir fahren so. Warte mal, wenn der auf die 2 will. Dann muss er da hier eins rauf. Aber macht es dann nicht Sinn? Machen wir es anders hier.
Da, dann sieht das gleich mal hier ein bisschen schöner aus. Da weiß ich nicht, doch ganz praktisch, wenn man hier so kleine Täfelchen machen kann, aber es ist die Subdivision 2 als Ziel im Deskgleisen so. So ähnlich wie bei Railroader. Aber ansonsten jetzt keinen vergessen, alle sind am Fahren. 4 Minuten, die fahren fast zeitgleich weg. Okay. Das läuft. Na, ah, kommen schon die nächsten. Amtrak 2. Amtrak 2 ist hier unten. Jetzt mal überlegen, der fährt jetzt so in 2 Minuten raus. Ich glaube, ich lasse dich dann doch hier oben fahren. Bis hierhin. Ich mache die Fahrstraße für dich. Subdivision 2. Ah, 4. Ich mache das auch wieder so wie beim anderen. Ich fahre das obere Gleis. So, du mit der 2. Andererseits. Nee, das ist dumm, was ich da mache. Das geht besser. Ich glaube, wir fahren doch zuerst hier runter. Das müsste sich ausgehen. Und dann hier runter auf die 2. Dann fährst du hier gerade. Ja, doch, das sollte passen zeitlich. So, BNSF Chicago Sub 2, der fährt dem hinterher. Wobei, da machen wir, glaube ich, die Ausfahrt. Weil der, das seine Antwort hat, da so. Du fährst dann da eins nach oben. Hey, da ist ein neuer Zug. Der wird auf Amtrak Gleis 4. Wenn es sein muss. Jetzt wird es aber hier ein bisschen voll. Er kann dann eigentlich hier reinfahren. Gleis 4. Wird dann 1 hier runter noch da rein. Macht das Sinn? I guess. So, der fährt jetzt gleich los. Wo ist der andere? Alter, der ist total langsam. Warum hat der abbremst? Ach, warte mal, haben die da eine Langsamfahrstelle hier drin? Ach, nö. Kritisch. Geht mein Plan auf oder nicht? Ui. Suboptimal. Ja, den habe ich jetzt ausgebremst. Da hätte ich warten sollen. Oder bin ich doch oben rüber. Naja. Ist bis ist. Ist eigentlich nur irgendeinen, den ich beachten muss? Ja, den da. Halsted Avenue 1, Subdivision 1.
Gut. Du fährst so und so. Da haben wir es ja schon eingestellt. Viel Spaß. Ja, wieder einer von da oben. Amtrak Gleis 6. Das ist das zweite hier. Wir können eigentlich noch eins runterfahren, ja. Dann fährst du hier gerade und fahrt nach Chicago 2. Das ist North Cross. Chicago. Ach, da oben ist Chicago. Alles klar. Frag mich, ob da hinten wirklich ein Flughafen ist. Weil wenn da wirklich einer ist, dann fahren da irgendwie wenig Züge hin. Die 1 mal wieder. So, komm rein. Nach der Unten. Also wirklich fordernd ist es ja bis jetzt nicht. Okay, eine Kreuzung, die war ein bisschen knackiger, aber ansonsten wir von 5 auf die 3. Kriegen wir hin. Fährst mal bis dahin. Och, wie niedlich. Das ist ja nur die kleine Lok da. Ah, da sind die Wagen abgegeben. Subdivision 1. In einer Minute. Wann musst du da sein? 17:13. Also, wir machen das anders. Und wo? Amtrak 1. Jo. Ich glaube, ich lasse den Kollegen zuerst fahren. Der ist mir wichtiger als mir die eine Lok da. Oh shit, Subdivision 1. So. Ah, und da ist auch ein Zug. Mann, das meine ich, wenn der Alarm nicht mehr abgeht, dann übersieht man das. So, Gleis 6. Und Amtrak. Gleis 6. Ist aber dicht. Das ist jetzt ein Problem. So, was war's bei dir? Oh, mein Quick and Dirty. So geht's auch. Warte mal, Gleis 6. 17:15 bis 17:45. Und er hat eingetragen 17:11 bis 17:46. Ey, Moment mal. Gleis 5. Ah, ich bin so ein Held. Gleis 5 ist frei. Bravura, einmal genau lesen, was da steht. Das würde gewisse Sachen erleichtern. Und da haben wir einen wieder für die 2. Also auf 2 muss das Gleis hier sein. Like it.
Otter die 2 wieder Fast Track ist und das äußerste Slow? Wird ja schon irgendwo Sinn machen, ne? Wo? Ach, gleich wieder 2. Machen wir den mal zuerst. Gleis 3. Für Gleis 3 von Mosul. Wo bist du hin? Hazard Avenue Gleis 1. Warum? Der fährt auf die 1 und auf. Okay. Das heißt, wir müssen das hier wieder zurücknehmen. Dann kommst du auf die 1 hier runterfahren. So, Chicago Linie 4. Einmal auf das hier. Und so. Okay. Subdivision 2 könnte ich dir. Ne, stelle ich dir noch nicht ein. Und der braucht seinen Weg hier. Außer ich führe ein bisschen anders. Gut. Du bitte wenden, wenn du dann ankommst. Was war da? Rechtsklick? Achso. Ey, das läuft wie geschmiert da mit den Fahrstraßen. Solange die Züge aber absolut pünktlich hier sind. So, der kann dann hier wieder rausfahren. Hier wieder rein. Ach nee. Was mache ich denn? Oh. Der muss ja zuerst auf Blau. Ach, ich bin so ein Vollpfosten. Mittaggleis 7. Ja, dann fahren wir erstmal hier entlang. Ach, Mann, ey. Babura. Und vorher sage ich es noch. Genau lesen hilft. Ach, Mann. So, Subdivision 2. Warte mal hinterher. Oi, oi, oi. Flüchtigkeitsfehler. Wo willst denn du hin? Gleis 6, okay. Das ist frei. So, bitteschön. M-Track 2. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Du musst so fahren. Stellen wir das nochmal ein. M-Track 2. Ist das untere hier, ne? Ja. Mal schauen, was ich mit dem mache. Bei 2 ist noch ein bisschen beschäftigt hier. Gleis 2. Und der wollte ja auf Gleis 7. 17,25. Ah, der ist sogar noch on-time. Boah, ich hab manchmal echt Glück. Jetzt sind wir also mal kurz zurück hier. Und das nochmal neu für Gleis 6.
Naja, kein Stress, lieber Zug hier. Der auf die 2. Gut. Hätten wir mal eingestellt. Was mache ich mit dir? 17:30 bis 18:11 hat der eingestellt für Gleis 2. Warte mal, nee. Gleis 2 ist nicht hier. Sag mal, Papura trinkt Kaffee. Oh, Gleis 2 ist ja hier unten. Oh, das ist so, ja. Was? Ich habe Kaffee sogar neben mir stehen. Der ist sogar heiß. Nee, nee, nee. Maximale Verplantheit mit mir heute. Aber dafür ohne Verspätung. So, Chicago Subdivision 4. Heißt, du fährst mal hier runter. Da ist wirklich eine Langsamfahrstelle drin. Mache es nach dem gleichen Prinzip wie vorher. Nee, hat ja vorher eigentlich auch nicht gut funktioniert. Du fährst oben rum. Auf die 2 runter. Jo. Gleis 8. So, für Gleis 8 fährst. Nehmen wir weiter für den 2 Minuten. Nee. Ich glaube, ich mache die Ausfahrt für dich zuerst. Subdivision. Ach, da hinten steht ja auch noch ein Zug. Ah, ich hasse es, dass der Alarm nicht mehr abgeht. Metra 5. Metra 5, dann hier so runter. Ja, das kann ich nicht machen wegen ihm da. Dann warte ich da noch ein bisschen. Aber seine 8 kann ich hier schon mal einstellen. Welcher Zug hat hier Verspätung? Halsted Avenue, Lumber Street 2. Ach, das ist auch wieder so einer, der wendet. Aha. Halsted Avenue, beliebig. Müsste eigentlich auf das Gleis. Und der ist gerade einfährt. Dann fährst du erstmal so. Husten umfahren. Und dann da runter. Ja, auf Gleis 5. 5, 5, 5, 5, 5. Metro 5, gell? Ja. Ah, Metra.
machen wir da hier so rein. So, Hazard Avenue, fährst hier so auf Gleis 4. Was sag ich mit dem hier? Willst du da nicht mal weiterfahren hier? Ja, sorry Kollege, dafür kann ich jetzt gerade nichts. Die Minute 40. Gut, aber ja, gut, ist was ist. Hersteller hat gesagt, da hat es Verspätungen. So, und er fährt einfach nur auf Subdivision 2. Ja, nee, ich warte. Metra Gleis 1 von da. Interessant. Da werden wir jetzt ein bisschen warten müssen. Andererseits, ja, das habt ihr nicht schon zu. Jetzt wird's kuschelig. Ich glaube, wir hätten den auch über die 1 einfahren lassen können. Und dafür ist jetzt gerade ein bisschen zu spät. Ja, Wahnsinn, ich bin schon wieder bei 52 Minuten. Ich wollte es so lange eigentlich gar nicht machen. Aber ja, also mein Resümee. Es ist ein netter Bahnhof. Hat ein paar abwechslungsreiche Sachen mit drin. Es ist jetzt nicht grundsätzlich schwierig. Es wird einfacher werden, wenn man dann natürlich genauer liest. Das wäre sehr von Vorteil. Aber ansonsten, ja, netter Bahnhof für zwischendurch. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt wirklich fertig spielen würde auf die 2,5 Stunden. Dann ist es doch ein bisschen wiederholend. Aber ansonsten schon ganz cool gemacht. Also Daumen nach oben meinerseits. Was hält ihr von dem Bahnhof? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald im nächsten Abenteuer. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.